Moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Heute sind wir auf einem Real-Life-Server und einem Roleplay-Server. Hier ist die Stadthalle und den Rest erfahrt ihr nach dem Intro. Everybody's wrong, rewrote the song. Thoughts become action, tell me what's happening. What's your mind wrapped in, wrapped around. Oh. Nach dem Intro sind wir jetzt, ja. Hier ist halt die Stadthalle. Hier ist auch ein Bankautomat. Ich weiß auch nicht, wie der so funktioniert. Bin selbst Level 1 noch. Kann man halt hier drinne einen Personalausweis. Hier steht normalerweise Personalausweis. Müssen wir den Shader ausmachen. Grafikeinstellung. So, trotz Shader ausmachen hat es nichts gebracht. Auf jeden Fall kann man mit. Ich jetzt mal einfach mal eingeben. Ich weiß. Slash Personalausweis. Du hast schon einen Personalausweis. Einfach mal Slash Personalausweis eingeben da. Da muss man halt so ein paar Sachen ausfüllen und ja. Dann gibt es halt einen Handyladen. Der ist hier. Ich kann euch auch mal den Namen zeigen. Handys. Kein. Ja. Kann man mit Slash Handy. Mobile. Das wird auch nicht angezeigt. Ich ein Handy kaufen, wenn. So, dann werden die verschiedenen hier angezeigt. Das. Und die drei verschiedenen Handys. Ihr kennt ja bestimmt noch alle Blumen HD. Der spielt auch auf dem Server. Und da gibt es halt sogar ein Krankenhaus. Das werde ich euch mal zeigen. Und nicht zu vergessen, es gibt Autos und Führerschein. Dazu kommen wir aber gleich. Hier ist halt das Krankenhaus. Es gibt hier zum Beispiel auch einen OP-Raum, wo die Tür fehlt. Dann gibt es hier noch viel mehr Räume. Dann gibt es hier nette Mitarbeiter, eigentlich nette Spieler auch. Und ja, es gibt Fahrstühle, die noch nicht richtig funktionieren. Dann gibt es einen kleinen Shop. Der ist hier. Einfach mal Slash Buy eingeben. Aha. Es wird halt alles nicht angezeigt. Das ist manchmal auch so. Einfach kann man sich hier zum Beispiel das Billigste. Ist das denn das Billigste? Zum Beispiel jetzt haben wir ein Essen. Das können wir jetzt essen gleich. Und ja, das ist gerade was umgefallen. Dann gibt es halt die Führerscheine, dazu kommen wir jetzt auch nochmal. Es gibt Autos, seht da ja hier, Fahrzeug abgeschlossen, überall Fahrzeug abgeschlossen. Da zeige ich euch auch mal was Tolles zu. Man kann nämlich sich die Sachen anzeigen lassen, die man schon hat. Nämlich so, da steht Führerschein nicht vorhanden. Und die könnt ihr selbst lesen. Waffenschein nicht vorhanden. Personalausweis vorhanden. Und ja. Dann ist so, dass man einfach hier sich einen Führerschein kaufen muss. Ab Level 3 geht das. Und dann ums Geld, um erstmal die ein bisschen hochzukommen mit den Leveln. Zum Beispiel, ich bin jetzt Level ab, geht das? Nee. Fehlen mir noch XP. Hier unten steht das Level. Da. Und ja. Dann gibt es halt verschiedene Jobs. Zeige ich euch mal. Wir verziehen uns mal nach hier oben. Slash Job.
Nämlich, es gibt einmal den Nebenjob. Da habe ich den. Ja. Dann muss ich halt Uran ausfahren. Oder irgendwas. Ich habe es mir selbst noch nicht. Achso, Uranerz abgebaut und zum AKW bringen. Ja. Einfach nur hinbringen. Und das ist halt ein Job, da bekommt man halt am meisten Geld und am meisten XP. Wie gesagt. Und dann gibt es halt die Autos, damit kann man sich Autos kaufen. Man kann sich sogar Ferraris kaufen und sowas. Geht der Mülleimer hier vorne? Dann probieren wir den mal aus. Ja, gar nicht. Jetzt habe ich ein Papier. XD. Auf jeden Fall gibt es dann halt noch die Fraktionen. Die stelle ich euch auch mal kurz vor. Das sind nämlich die Fraktionen. Also hier, das ist die Hauptwebseite. Und dann gibt es halt die Fraktionen. Die zeige ich euch auch mal. Polizei zum Beispiel. Equip. Mehrere Sachen. Zinsen. Oh. Dann gibt es halt die Gang, die Mafia, Rettungsdienst. Das weiß ich selbst nicht, was das ist. Kann ich mich boxen? Nee. Ach so. Ja, okay. Und dann gibt es noch die Kirche. Das ist aber, ich finde die Kirche langweilig. Was wichtig ist, weil man muss sich ja die Karte nicht kaufen, sondern man kann die sich einfach auch hier holen. Da ist die Mafia, Casino. Fahrschule, Tankstelle. Anwalt. Steinbruch. Ich habe mir selbst das alles noch nicht mal so genau angeguckt. Noch eine Tankstelle. Brauerei gibt es sogar noch. Sägewerkstall. Fahrzeughändler. Wenn wir da sind, steht mir einfach gerade, sage ich. Okay. Dann gehen wir mal hin. Ich habe es gerade auf dem zweiten Bildschirm halt die Karte jetzt aufgemacht. Dann fliegen wir jetzt einfach mal spaßhalber hin und gucken mal. Das ist, glaube ich, die Tankstelle, oder? Dann dürften hier ist Autos geben. Richtig. Oder? Wir gucken einfach mal, was hier für. Was hier für Autos gibt. Da ist kein Führerschein, okay. Ich habe keinen Führerschein. Also müsste ich jetzt erst einen Führerschein machen. Hey, das juckt die Leute gar nicht mehr, dass ich rumfliege. Wie gesagt, da fliegt noch einer. Wenn der mir jetzt Fly wegnimmt oder mich permabannt. Kommt er jetzt hinterher? Auf jeden Fall, ihr seht, es gibt hier viel zu sehen, viel zu machen und viel zu entdecken, nicht zu vergessen. Halt, es gibt die Fraktion, Blumen HD natürlich. Einfach mal anschreiben, spaßhalber. Ich glaube, der antwortet sowieso nicht. Und wie gesagt, ich hoffe einfach mal, euch hat die Servervorstellung gefallen. Ich verlinke einmal von dem Admin den YouTube-Kanal unten und auch einmal den von dem, wie heißt, von dem Server auch hier einmal.
Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Haut rein. Ciao.